Letztes Jahr während der Pandemie hat sich auch bei mir, Leute, oftmals das Gefühl von Einsamkeit eingestellt. Und so kam dieser Wunsch nach Gesellschaft. Ja, ich habe mich an den alten Meister Geppetto zurückerinnert. Hi Leute, ich bin's mal wieder, der Paul. Ihr wisst schon Bescheid, der Enkel vom Egon. Der Kunstmichi wird euch heute zeigen, wie ich gemacht wurde. Keine Angst, das Video ist vollkommen jugendfrei. Viel Spaß! Zunächst hatte ich ja den Egon ersteigert, wie ihr wisst, und dann noch die Idee, ihm einen Enkel zu schaffen. Das ist nun der Paul geworden. Der Paul war ursprünglich ja so eine Spielzeugmarionette, irgendwie mal selbst gemacht von irgendjemandem. Und den habe ich extrem überarbeitet. Inwiefern, zeige ich euch heute. Viel Spaß mit diesem Video, mal was ganz anderes. Aber so kennt ihr mich ja. Ja, ich hoffe, ihr fühlt euch auch mit diesem Video gut unterhalten. Ihn habe ich jetzt bei eBay fast für umme bekommen. Also weißt du, was ich bezahlt habe? 1,50 plus Versand. Also den wollte keiner haben. Ja, ich habe mir den genau angeguckt und ich dachte, der könnte einen Enkel für den Egon abgeben. Ja, das Schöne an ihm ist die Beweglichkeit. Also diese Marionette, die ist um einiges beweglicher als der Egon. Das habe ich dem gleich angesehen. Ja, und sie ist professionell gemacht. Guck, also der hat richtig diese Gelenke. Das ist eine richtig gute Arbeit. Nur die Optik eben. Ja gut, diese Clownshaare und diese Nase, das ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt und wünscht. Aber wozu sind wir kreativ? Wir können ihn ja ein bisschen verbessern. Das ist ja auch eine Idee. Ja, du hast einfach diese Beweglichkeit. In dem Fall läuft ein ja, dickerer Faden hier durch. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Und schön gemacht sind die Klamotten. Alles andere als professionell, das Spielkreuz, aber immerhin gut gemacht. Aber das kannst du ja alles ändern. Vor allem braucht er eben ein richtiges Gesicht. Ich stelle mir da so einen richtig naturalistischen Jugendlichen vor. Ja, das kann wohl bloß einer, der einen an der Klatsche hat und kreativ ist, sich hier einen naturalistischen Jugendlichen vorstellen. Also dieses Gesicht hier, naja, bla bla. Tja, das Erste, was natürlich passieren muss, und das ist, tut immer so ein bisschen weh, wir müssen die Fäden lösen. Egal wie, die müssen jetzt erstmal weg. Das ist nämlich Sattlerzwirn oder Schusterzwirn und der ist recht schlecht zu kriegen im Augenblick. Deswegen hebe ich den alten auf, er ist ja noch gut. Der wird jetzt erstmal vollends abgeknotet. Die Fäden habe ich jetzt mal um ein Stück Styrodur gewickelt, dass sie nicht verwursteln. Zwei bleiben am Spielkreuz jetzt mal hängen. Ja, und den Arschfaden von ihm, der ist ja durch alle Klamotten durchgewickelt. Den habe ich jetzt hier mal einfach auch um ein Stück Styrodur und dem in die Hose gesteckt. Mal schauen, wenn ich ihn ausziehen sollte oder müsste. Am liebsten möchte ich ihn nicht ausziehen, weil die Klamotten in sich zusammengenäht sind. Also das ist eine üble Geschichte. Da musste viel nähen. Und darauf habe ich eigentlich keinen Bock. So gehört es. Die Daumen nach innen. Ein bisschen Anatomieverständnis hat bestimmt auch ein Laie. Dieser Daumen ist ein bisschen verkümmert. Und solche Sachen muss man halt verarbeiten. Und die Wollfäden als Haare möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt drauf lassen. Sie sehen zwar lustig aus, aber der ist ja kein Clown. Genial finde ich diese Aufhängung hier. Also das ist so schön beweglich. Ja, ich hätte Friseur werden sollen. Lieber nicht. Und schon sieht er 30 Jahre älter aus. Es ist immer wieder erstaunlich, was Haare doch ausmachen, wenn es auch nur Wollfäden sind. Also das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil das ist dann für die neuen Haare dann gleich ein Haftgrund. Wo der sich reinkrallen kann, ist alles mit Leim geklebt, weil Leim hält Textilien perfekt. Was jetzt auch wegkommt, ist diese Positionslaterne hier im Gesicht. Also die gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag ja diese Gruselclowns gar nicht so. Die Nase ist angewachsen, das hätte ich nicht gedacht. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das Gesicht, wenn verkratzt, ist egal.
weil das wird ja eh nicht so bleiben. Jetzt hat sich zumindest was getan. Ich glaube, da ist ein kleiner Holzstift eingeleimt. Und deswegen, ja, so ist es. Jetzt dreht sich schon mal. Alter, schraub dir deine Nase ab. Ja, jetzt hörst du das. Das ist eine Leimung. Jetzt ist er aufgegangen. Ja, jetzt kommt sie. Guck. Ja, jetzt wächst sie. Pinocchio-like. Ja, kein Wunder, dass das hält. Jetzt hat er hier ein Loch. Aber das ist gut. Dann wissen wir wenigstens, wo die Mitte ist. Tja, da die Holzkugel hier lackiert ist und ich brauche einfach eine raue Fläche, muss ich ihn jetzt leider ein bisschen anrauen. Der Lack muss so weit weg, aber ich glaube, ich nehme die Raspel. Genau, so richtig riefen muss das kriegen. Es geht einfach darum, dass wir einen Haftgrund kriegen hier für die spätere Spachtelmasse. Weil der soll ja menschliche Züge kriegen und nicht nur eine Billardkugel mit Gesicht sein, die er jetzt ist. Etwas später sieht er nun so aus. Also ihr seht schon, ich habe jetzt Lederhandschuhe zumindest bei der Hand, wo ich ihn festhalte, benutzt, weil man verletzt sich doch mit der Raspel recht leicht. Ja, aber jetzt ist der Kopf griffig und kann als Trägermaterial genutzt werden. Das ist jetzt wieder der Fall, wo du eigentlich einen Kameramann bräuchtest. Also diese vierkantigen Finger, die werden jetzt auch ein bisschen abgerundet. Das sind ja einfache Sägeschnitte hier, mehr ist das nicht. Da machen wir schon eine rundliche Basis daraus, um eine richtige Hand zu modellieren dann später. Und vor allem muss es eben auch wieder halten. Die Masse sollte eben halten, das ist wichtig. Ja, das ist jetzt die rechte Hand, also praktisch. Siehst schon, das ist die Außenseite hier, von der Anatomie her. Ja, ein bisschen diese Kanten wegnehmen. Daumen. Da habe ich jetzt eben leider kein professionelles Schnitzwerkzeug. Aber mit so einem Cuttermesser oder auch manchmal Bastelmesser geht es auch. Allerdings habe ich diese Cuttermesser lieber. Das macht gleich was aus. Es ist wirklich erstaunlich. Ja, ihr seht dann das Ergebnis. Also das ist jetzt die Handaußenseite. Und jetzt kommt die Innenfläche. Beim Modellieren muss man das natürlich besonders beachten. Die Hände sind jetzt alle angeraut und gerundet soweit. Ja, und jetzt habe ich das mit den Füßen auch noch gemacht. Siehst du, die Füße, die waren ja bisher mehr oder minder solche Kästen. Die haben überhaupt keine menschliche Form. Gleiches gilt eben hier für die Beine. Ja, da musst du ein bisschen die Kanten wegnehmen und dann ab hier dann auffüttern mit Spachtelmasse. Ja. Und dann soll der auch noch Schuhe kriegen in meiner Vorstellung. Ich möchte die Puppe ja auch nicht ganz umbauen, aber zumindest teilweise eben zu dem verwandeln, was ich mir vorstelle. Ich habe jetzt hier eine neue Nase für ihn, also zumindest mal als Basis, wenn schon ein Loch da ist. Ja, das ist das passende Rundholz, das gleiche wie das hier. Ja, und das wird jetzt mal abgelenkt und eingeleimt. Auch hier gilt natürlich, möglichst rau zu bleiben, dass die Spachtelmasse gut haftet. Gut eingeleimt und rein. Ja, so in etwa sollte das aussehen. Ich habe es jetzt noch ein bisschen gekürzt und aufgespreiselt hier, dass das so einen richtigen zerklüfteten Zinken bildet. Die habe ich jetzt einfach mal als Orientierung genommen, dass ich mit der Symmetrie beim Modellieren dann richtig liege am Ende. Ja, und jetzt können wir eigentlich mit der Modelliermasse beginnen. Da ich keine mehr im Haus habe, ja, benutze ich jetzt mal diesen gerade eintrocknenden Fliesenkleber. Dieser Superkleber hier, das ist keine Werbung, muss man wieder dazu sagen. Fangen wir gerade mal bei der Nase an. Ja, einfach ein bisschen hinkleben, das dachte ich mir, das geht gut. Das Zeug klebt wie Pech. Wunderbar. Erstmal so eine Grundschicht bilden hier, Material auftragen. Und es ist schön weich und kann modelliert werden. Aber wie es weitergeht, zeige ich euch dann noch.
er wird auch langsam menschlicher hier. Und das kannst du dann eben verstreichen. Das ist jetzt eben keine richtige Modelliermasse, aber das funktioniert schon mal. Das ein bisschen feucht machst jetzt. Also Fliesenkleber ist ein tolles Material für sowas. Musst du halt immer wieder feucht machen und dann wird das glatt. Und dann nimmst du meinetwegen, ich habe jetzt da so ein bisschen ein Kinn dem schon mal aufmodelliert. Ich möchte, dass der ein Kinn hat. Wir wollen schon ein bisschen eine Form drin haben. Also ich habe es zumindest vor. In der Hoffnung, es gelingt mir. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Also seit dem Studium habe ich nicht mehr modelliert. Das ist eine Schande. Nee, halt, den Herrn Jesus habe ich modelliert. Genau, den Jesus unten, der in 1000 Scherben ging, den hatte ich zuletzt modelliert. Ich glaube, das war 2019 oder so. Müsste ich jetzt auf Insta nachgucken. Weiß ich jetzt gar nicht. Und wer so ein bisschen menschliche Anatomie gelernt hat oder so ein bisschen, ja, durch Abgucken siehst du ja auch viel, ja. Da kannst du das dann schon zurecht zeigen, hier das Gesicht, wie du es haben willst. Wenn mal ein Anfang ist, ist das gut. Wichtig natürlich bei dieser nicht wirklich optimalen Masse immer einen Lappen, einen Küchenkrepp in der Nähe liegen haben, um mal die Hände zwischendurch zu reinigen. Im Moment sieht es noch grob aus, aber das ändert sich bestimmt. Da bin ich zuversichtlich. Wie gesagt, eine richtige Modelliermasse ist was anderes. Aber in der Not geht auch mal das. Aber es geht ganz gut. Nur, dass die eben leider mehr an den Händen klebt, das tut eine richtige Modelliermasse jetzt nicht so. Also wenn du im Bastelladen, sofern einer offen hätte, eine kaufen könntest, ja. Es ist wie im Osten, man muss das irgendwie nehmen, was man gerade bekommt. Ja, jetzt ist so ein bisschen ein Mund hin modelliert. Das kannst du auch machen, kannst dem sogar Nasenlöcher machen. Also man kann es auch übertreiben. Ne? Da könnte er dann popeln beispielsweise. Ich denke, der wirkt doch langsam so fast ein bisschen menschlich, oder? Auf jeden Fall menschlicher als mit dieser Clownsnase. Und jetzt kommen doch oben ja die Jochbeine und die Augenhöhlen. Ja, das machen wir ganz einfach. Genau wie den Mund. Das ist kein Hexenwerk. Da modellieren wir jetzt einfach mal die Augenbrauen. Also diese Augenhöhlen praktisch. Das, was an und für sich Knochen ist. Ja, zu guter Letzt sieht er nun so aus. Er bekommt schon langsam eine Mimik, jetzt mal im Groben. So ein bisschen menschlicher als dieser Ball wirkt er bereits. Und guck, er hat auch Nasenlöcher, das hatte ich ja noch gezeigt. Ein bisschen verrutscht, egal. Es ist ja jetzt hier kein Kunstwerk, das ist einfach eine Marionette. Natürlich haben wir jetzt keine Stirn, das muss dann die Haarpracht eben kaschieren. Weil wenn ich dem den ganzen Kopf jetzt vergrößere, dann wird der tonnenschwer, das wollen wir auch nicht. Ich denke, er wirkt so ganz gut, oder? Klar ist natürlich die Feinarbeit, die kommt noch. Das ist ja bisher nur das grobe Material, da gibt es schon mal den einen oder anderen Trockenriss. Naja, der verschließt sich hinterher wieder. Gut ist, das Zeug bleibt elastisch. Und ist nicht so zerbrechlich wie Keramik. Inzwischen schreitet das Modellieren noch mehr fort. Ich kann jetzt das natürlich nicht filmen. Da bräuchte ich einen Kameramann. Hier habe ich jetzt auf den Händen die Handrücken mal aufgetragen soweit. Ja, aber da verschmieren meine eigenen Hände derweil. Ja, die linke Hand ist etwas degeneriert bei ihm. Aber ich habe so gut ich es konnte kaschiert, das lag am Ausgangsprodukt, aber die rechte ist sehr formschön geworden, finde ich. Und alles Grobe hier jetzt am Fuß, ja, das ist der rechte Fuß, der linke kommt dann auch noch. Alles Grobe wird jetzt erstmal mit diesem alten Fliesenkleber gemacht, damit das Zeug mal wegkommt. Er soll dann auch Schuhe bekommen. Also praktisch barfuß in diesen Schuhen drinstehen, das ist so der Gedanke. Hier fehlt einfach ein Teil des Fußes und das wird entsprechend aufmodelliert. Man kann es erkennen. Schicht für Schicht zum Erfolg ganz entspannt. Die Innenflächen der Hände schaut jetzt so aus, einfach so ein bisschen aufmodelliert, dass man eben sieht, was innen und außen ist. Ja, die linke ist einfach ein bisschen problematischer, weil die Hand insgesamt
ursprünglich nicht so gelungen war, aber jetzt ganz der neue mache ich jetzt nicht. Etwas diffiziler und auch anspruchsvoller ist jetzt gewesen, ihm ein paar Ohren zu machen. Das ist schon so ein bisschen eine Kunst für sich. Man muss eben ganz genau schauen und auch möglichst symmetrisch bleiben, das ist klar. Aber wir wollen uns jetzt nicht mit übermäßigen Details aufhalten, weil er bekommt ja wieder Haare. Aber ich wollte halt einfach ein paar Ohren haben. Die müssen eben jetzt mal aushärten. Ja, so ein paar Details habe ich jetzt hier noch zurechtgekratzt im trockenen Zustand. Zum Beispiel eben die Symmetrie der Augen wiederhergestellt. Die waren etwas verlaufen durch die nasse Verarbeitung und eben auch diese typischen Formen, die Nasenlöcher entsprechend korrigiert, hier ein bisschen nachgraviert. Ja, die Ohren sind doch auch ganz nett geworden. Für das Erstlingswerk aus Fliesenkleber ganz nett. Na, gucken wir mal, wie das dann weitergeht hier. Aber jetzt geht es eigentlich an das weitere Verspachteln. Da nehme ich jetzt eine feinere Masse. Steht jetzt plastisch. Ja, das ist jetzt egal. Es muss auf jeden Fall eine nicht so körnige sein. Und die wird dann mit Wasser angerührt. So, jetzt haben wir hier diese Pampe und dann benötigen wir wie immer nassen Pinsel. Ja. Und dann bekommt unser Junge hier allmählich ein glattes Gesicht. Das heißt, die Zwischenräume der Sandstruktur hier vom Fliesenkleber werden jetzt aufgefüllt, Stück für Stück. Mehrere dünne Schichten sind immer das Optimum. So sieht er nun jetzt geglättet aus. Ja, man könnte schon meinen, er hätte vielleicht so ein bisschen Pickel, Akne oder so, aber das passt ja für einen Jugendlichen. Ja, ich würde es jetzt nicht mehr übertreiben. Guck auch das Ohr, lass ihn schon noch ein bisschen handgemacht aussehen, weil das ist er ja. Und ja, ich denke, die sind ganz gut geworden, die Ohren. Ja, jetzt geht's dann an die Bemalung. Guck jetzt, auch die Hände sind jetzt schön authentisch glatt, das passt jetzt schon. Die linke ist ja ein bisschen schlechter als die rechte. Die rechte finde ich immer ein bisschen besser hier. Aber das liegt einfach an dem Ausgangsmaterial. Aber ich habe die doch zurecht gedeichselt. Ich finde sie jetzt auch glaubhaft zumindest. Guck, und auch die Füße. Die sind jetzt schön glatt. Alles geht über hier. Hier könntest du auch noch. Das musst du natürlich machen ab und an. Wenn du so kleine Riefen hier noch hast, dann nimmst du Schleifpapier, schmirgelst nochmal drüber und dann sollte das auch gut werden. Ja, letztlich kriegt er ja auch noch Schuhe. Das bleibt ja nicht dabei. Für die Einfärbung nutze ich jetzt ganz einfach diese Farbtöne. Ja, diese Weiß hier, die ist relativ leer und da kommt dann auch ein bisschen Holzbraun mit rein und ganz, ganz wenig Rot. Mit Rot vorsichtig sein, dass es nicht rosarot wird, weil ich habe leider keine typische Hautfarbe. So ungefähr sieht unsere Mischung aus. Ja, alle Töpfe, die eine Eigenmischung dann haben im Inhalt, bekommen von mir einfach auf den Deckel einen Klecks Farbe der entsprechenden Mischung. Das glänzt jetzt freilich noch, weil es trocknet, aber das ist als Hautfarbe sehr gut gelungen. Ist praktisch eine mittlere Hautfarbe, also eines Hellhäutigen jetzt. Es ist natürlich jetzt auch wichtig, bevor wir streichen, hier noch die Löcher durchzubohren. Das habe ich indes jetzt auch noch gemacht. Also die Löcher schauen jetzt wieder ordentlich aus, durch die gesamten Spachtelmassen hindurch. Ihr seht, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, Arme und Beine doch ganz anzumalen. Und auch der Hals wird noch drankommen. Ich bin nur mal so ein bisschen drüber.
und man kann schon erkennen, die Haut wirkt sehr naturalistisch. Und jetzt bin ich dabei, hier einfach aus Tonkarton Schuhe zu machen. Die werden dann hier direkt am Fuß angepasst. Dabei ist dann auch aufgefallen, dass die Füße eigentlich zu kurz sind. Da werden wir noch ein Stück ausfüllen müssen später. Fällt vor allem im Verhältnis zu den Händen auf. Da stimmt was anatomisch nicht, also das muss ich noch ausgleichen. Und Vorbild dieser Schuhe sind diese Klassiker hier. Ja, die kennt ja wohl jeder, das ist jetzt keine Werbung. Im Gegenteil, mal die Möglichkeit, Kritik zu äußern, immer gehen sie an dieser Stelle kaputt. Egal, na gut, meine sind eben alt und ausgelatscht. Man kann es lassen, würde ich sagen, oder? Jetzt trocknet es noch schön ausgespritzt mit Sekundenkleber. Jo, allmählich wirkt er ja schon ein bisschen menschlicher, nur noch nicht so belebt. Auf jeden Fall hat er schon mal Schuhe an. Die Schuhe sind größer als die Füße. Das hier vorne, diesen Hohlraum, den müssen wir noch ausfüllen. Und auch hinten ist ein bisschen hohl. Das wird einfach mit dem Fliesenkleber gemacht, in dem Fall. Der ist so stabil, das ist schon außergewöhnlich. Aber ich finde, die Schuhe, die passen doch. Also, die Proportionen stimmen, das ist das Wichtigste. Die Farbe habe ich ja eigens angemischt. Ja, ein bisschen glänzend tun sie noch, aber das kann man mit mattem Klarlack in Ordnung bringen. Inzwischen bekommt er jetzt die ersten farblichen Behandlungen. Ich habe mal mit dem Mund begonnen und ja, so um die Augen rum, so ein paar Strukturen. Weiter geht's dann mit den Brauen. Seid mir bitte nicht böse, dass ich das jetzt nicht filmen kann. Eine Kamera, das nervt. Ich sehe ja nichts, wenn ich eine Kamera bediene nebenbei. Der Abstand vom Objektiv zum Objekt ist ungefähr 10 cm und da stört die Kamera immer, egal was man macht. Und deswegen solche Feinarbeiten, ja, das ist eben, ich kann es zeigen, mit so einem kleinen Pinsel gemacht. Der ist fast schon zu groß, ich brauche jetzt einen noch kleineren. Nächster Schritt ist jetzt die Ausarbeitung der Brauenpartie gewesen. Ja, und die Augäpfel sind immer noch gespenstisch leer, aber das kriegen wir auch noch hin, denke ich. Ihr seht schon, viel mit Lasuren und dünnen Aufträgen gearbeitet. Zum Teil dann auch wieder reingraniert mit der selbst angemischten Fleischfarbe hier. Die ist ja immer noch da. Ja, und ich finde den Blick jetzt schon ganz cool. Ja, das soll ja so ein bisschen ein Früchtchen sein, dieser Jugendliche hier. Aber trotzdem kein Böser. Ja, ich würde sagen, jetzt guckt er einen so richtig an. Ich habe das jetzt malerisch gelöst. Klar. Bei der Augsburger Puppenkiste habe ich gesehen in der Doku, da werden manchmal solche Nägel hier benutzt für den Bereich, also praktisch Iris und Pupille. Und ich habe jetzt hier wirklich die Pupille extra gemacht und ein bisschen Glanz reingemalt. Naja, das ist jetzt wirklich wie ein Gemälde, nur in 3D. Aber trotzdem ist es eine Karikatur irgendwo, ich finde ihn ganz witzig. Er sieht schon frech aus. Jetzt musst du ihn nur noch mit Haaren vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Wolle nehme wieder. Muss ich mir mal noch überlegen. Das haarige Problem lösen wir genauso wie beim Egon, habe ich mir überlegt. Und zwar mit Hanf. Siehst du, ich habe hier eine ganze Tüte Hanf im Lager gefunden. Und das kann man dann ganz gut aufkleben. Geklebt wird einfach mit Bastelkleber oder Holzleim. Also ich fange jetzt einfach mal am Hinterkopf an, siehst du, ja, mit diesem Bastelkleber hier.
ja, etwas barbarisch anmuten muss das hier jetzt. Er bekommt ein Loch in den Kopf rein, das er vorher nicht hatte, weil ich einen Faden mehr brauche da oben. Der soll ja auch mit dem Kopf nicken können. Und dann bekommt er hier diese Schrauböse dann rein. Siehst du? Inzwischen kaum mehr zu erkennen ist die Öse drin. Naja, was da so silbern glänzt, das kann man ja noch ein bisschen mit Farbe kaschieren zur Not später. Das will man nicht mehr sehen, aber andererseits lässt sich es auch mit den Haaren hier abdecken. Diese Hanffasern, die haben sich wirklich gut bewährt, will ich mal sagen. Ja, zwecks 3-Punkt-Lagerung brauche ich natürlich auch noch Löcher hier jetzt seitlich. Ich denke nicht, dass ich die alten nochmals nehme, weil sonst stehen diese Ösen dermaßen raus hier. Ich denke eher, dass ich hier hinterm Ohr in den Haaren die Ösen verstecken werde und entsprechend neue Löcher bohre. Ja. Ohne Narkose. Hm? Ihm tut's gar nicht weh. Meine Güte, der guckt einen so an. Da könnte man fast schon glauben, dem täte es weh. So. Das gibt jetzt unser Spielkreuz. Ich habe das einfach mal so weit vorbereitet, siehst du. Und dann kommt jetzt hier das Holz rein und es wird dann hier verschraubt und verkeilt noch. Ja. Ist wieder das Problem mit dieser Kamera. Man kommt nicht bei, entweder die Kamera oder ich. Aber so ungefähr, dass ihr es sehen könnt. So sieht es jetzt mal oben aus. Ja, das habe ich jetzt hier noch verkeilt. Ist jetzt schön feste und verleimt. Ja, und hier unten habe ich jetzt soeben gebohrt. Da kommt dann die Fußwippe noch rein. Ja, die wird dann hier verschraubt. Da kann dann die Marionette später laufen. Das kommt natürlich dann andersrum. Und es ist wieder mal nichts im Bild, aber das ist normal. So. Das muss ich mit einem anderen Schraubendreher machen. Wo ist er denn? So, das wird hier jetzt einfach mal angeschraubt. Ja, aber auf dem Tisch und ohne Kamera. Inzwischen hängt er bereits an den ersten Fäden. Ja, hier sieht es aus wie Sau. Daran dürft ihr euch nicht stören. Und hier ist das Spielkreuz. Ja, das hier gibt die Fußwippe. Da hängt der berühmte Arschfaden, also jener am Rücken. Da macht er dann diesen hier. Das sind die beiden Kopffäden hier, links und rechts. Und das da ist der vordere Kopffaden. Wenn du den betätigst, dann hebt er den Kopf. Und wenn du die anderen so ein bisschen kippst praktisch, ja, dann neigt sich der Kopf. Ja, jetzt schaukelt er sich halt auf, weil er nicht am Boden steht. Das alte Loch ist hier. Da gehen wir dann gerade da durch. So. Da ist hier eine Bohrung. Siehst du? So, und dann kommt es hier wieder raus. Ja. Und da unten wird jetzt ein Knoten hingemacht. Nadel raus. Ja, ihr könnt es euch denken, wie man einen Knoten macht, das wisst ihr. So sollte unser Knoten jetzt dick genug sein. Ja, dann ziehen wir das jetzt mal einfach durch. Da unten bleibt es jetzt hängen an der Bohrung. So, Hose wieder nach unten und der Faden kommt dann oben ans Spielkreuz. Beide Beinfäden haben genügend Spiel, also das sind diese äußeren jetzt hier an der Wippe. Feucht wurden seine Augen mittels Uhu Plus Schnellfest. Das ist ein 2-Komponenten-Kleber. Das ist ein alter Trick. Ja, wer bei mir die Blockstelle Oberpeuschwitz angeschaut hat, der weiß, was ich meine. Dieser Kleber hat die Eigenschaft, sich zur Mitte hin zusammenzuziehen und so einen Berg zu bilden, also praktisch eine Wölbung. Ja, und das ist natürlich für einen Augapfel so richtig optimal.
Die Schuhe habe ich von unten jetzt auch noch mit Fliesenkleber versiegelt und entsprechend patiniert sogar. Auch so seitlich ein bisschen Patina kann nicht schaden. Das lässt sie umso echter erscheinen. Das sind jetzt wirklich die allerletzten Anpassungen hier. Hinzu kam jetzt noch diese Öse hier. Ich habe inzwischen diese Fäden bekommen und hier an der Fußwippe hängt jetzt nochmals diese Traverse. Ja, die ist nur dazu gut, dass die dann unten nicht im Wege sind, die Fäden, weil sich ja der Kopf bewegen muss. An diesen Fäden sind die Schultern nochmal extra abgehangen, also dass der dann entlastet ist. Und diese kleine Traverse hat einfach nur den Zweck, dass der Kopf nicht an den Fäden schleift, dass man weiter auseinanderkommt. Und die Aufhängung kann ja durch die Öse frei durchrutschen, wie du siehst. Und dadurch gleicht sich das dann aus, wenn der eine Faden jetzt ein bisschen kürzer ist als der andere. Das kriegst du immer schlecht hin. Ja, der Kopffaden ist in dieser Position jetzt auch entlastet. Das heißt, also der vordere Kopffaden, das heißt, der Kopf hängt jetzt in Ruhestellung eigentlich nach vorne, nach unten praktisch. Erst wenn du die Marionette bespielst, hebt sich dann der Kopf, weil der hier, ich zeig das mal, wie du das nimmst. Du lässt das Spielkreuz jetzt hier auf dem Handknochen ruhen. Also das liegt ganz entspannt im 70-Grad-Winkel ungefähr. Ja, und dieser vordere Kopffaden, der läuft jetzt hier einmal um die Finger und dadurch wird der verkürzt. Und unten hebt sich dann der Kopf entsprechend, siehst du? Ja, und so kannst du den Kopf dann bewegen. Das ist jetzt wieder die Situation, wo ich einen Kameramann bräuchte. Von unten sieht das natürlich beeindruckender aus. Von oben kannst du nicht viel erkennen. Wenn du das Spielkreuz neigst, dann dreht er ihn nach links oder rechts. Und so kann er halt nicken und so weiter. Und wenn ich jetzt nicht eine Kamera in der anderen Hand hätte, könnte ich jetzt die Hände bespielen. Also hier die Hände, der vordere Kopffaden, hier wird er verkürzt. Ja, das sind die Schultern hier, die werden eigentlich gar nicht bespielt. Man kann die auch mal wackeln, wenn es jetzt sein muss. Also diese kleine Traverse, die jetzt wieder nicht richtig im Bild ist, weil die davor ist. Also diese hier praktisch, ja, das sind die Schultern. Und hier ist die Fußwippe, ja. Und gehalten wird es im 70-Grad-Winkel. Jetzt kannst du es noch besser sehen. Schultern, Hände, Füße. Und das ist der Kopf, die drei Kopffäden. Hier vorne wieder. Der mittlere ist natürlich der wichtigste. Damit hauchst du ihm Leben ein, indem er praktisch nicken kann. Den Kopf heben und senken. Und so nach links und nach rechts. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das ordentlich halbwegs verständlich erklärt habe, weil es ist doch nicht ganz einfach. Allerdings, dieses Spielkreuz ist wirklich genial. Ich kann nur empfehlen, nach dem Vorbild der Augsburger Puppenkiste zu basteln, weil es einfach mehr Spaß macht als irgend so ein Pseudo-Spielkreuz da. Das ist richtig ausgereift und durchdacht. Oben an der Decke aufgehängt sieht es jetzt so aus, hier kannst du an der Fußwippe, wo früher diese Messingschraube war, jetzt die Öse erkennen, wo praktisch diese Schultertraverse dranhängt. Nur für die Vorstellung, davor jetzt wieder die Armbedienung, also Händebedienung. Und der vordere Kopffaden ist jetzt eben entlastet in diesem Zustand und der Kopf gesenkt entsprechend. Letztlich bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und vor allem mit der Spielfähigkeit. Ja Leute, mit diesem ganz besonderen Video ist es das jetzt gewesen. Das heißt, so besonders ist es ja auch nicht, weil auf meinem Kanal ist ja allgemein die Kreativität das Thema und nicht nur Modelleisenbahn oder Modellbau. Das muss ich mal wieder betonen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eure positive Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar. Und ihr wisst schon Bescheid, wenn ihr meine künstlerische Existenz und diesen Kanal so ein bisschen unterstützen möchtet, gebt doch bitte sehr gerne ein Motivationssignal. Ich blende das wieder ein. Mein herzlichstes Dankeschön an jeden, der das tut.
Ihr seid super. Nur so geht's weiter. Ihr wisst Bescheid. Es ist im Moment wirklich schwierig, aber ich jammere nicht. Ich bin weiterhin kreativ. Im Moment geht's ja auch mit der Anlage unter Preuschwitz gut voran. Natürlich zunächst mal für Folgen im Modelleisenbahner. Und später kommen da aber wahrscheinlich auch noch Videos. Jedenfalls filme ich so einiges mit, um euch so ein paar Einblicke zu geben, die das Heft jetzt nicht so dreidimensional zeigen kann. Für heute jedenfalls sage ich Tschüss, wünsche euch alles Gute, bleibt immer kreativ und vor allem positiv. Macht's gut, wie immer von Herzen, euer Kunstmichi. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, Leute!